bist Licht, beginne zu leuchten. Das ist der Leitspruch von Gottfried Sumse seit nunmehr vielen, vielen Jahren. Und Gottfried Sumsers Leben hat sich seit 25 Jahren komplett auf den Kopf gestellt oder verändert, denn da begann seine eigentliche Berufungsreise. Und ja, der Knackpunkt oder der Gamechanger war bei ihm tatsächlich das Buch Ein Kurs im Wundern. Und ich denke, viele kennen das Buch schon, haben es integriert in ihrem Leben, haben es durchgearbeitet. Einige haben den Titel schon mal gehört und manche hören es heute vielleicht zum ersten Mal. Wenn du es heute zum ersten Mal hörst, könnte das tatsächlich ein Hinweis für dich sein, dass du da mal genauer hinschaust. Das Interview, das wir mit Gottfried Sumser führen durften, war wirklich einzigartig. Also das war wirklich was ganz, ganz Besonderes und man kann es eigentlich kaum in Worte fassen, weil hier ging es auch einfach um die Schwingung, die transportiert wurde. Gottfried Sumser ist wirklich der Lehrer, wenn es um das Buch Ein Kurs im Wundern geht. Also er ist der Kurs im Wundern Lehrer, er bringt diese Botschaften den Menschen auch wirklich näher und hat da auch ja schon ganz, ganz, ganz viel bewirkt. Es ist also seine Berufung, das zu transportieren und wir können das wirklich verstehen, denn er hat uns im Interview wirklich im Herzen berührt und uns geholfen, auch viele, viele Dinge, vor allem auch das Berufungsthema aus einer ganz neuen Perspektive zu betrachten. Dafür danken wir Gottfried Sumser sehr und wir freuen uns so sehr, dir heute dieses Interview zu präsentieren, denn es kam ja auch schon der Wunsch aus der Community mehrfach, sprech doch mal mit Gottfried Sumser. Also ich lege dir das Interview sehr, sehr ans Herz, denn es ist wirklich einzigartig geworden. Und lass uns gerne ein Feedback da, wie es dir gefallen hat. Aber jetzt wünschen wir dir erstmal ganz viel Spaß, Inspiration und neue Erkenntnisse. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr mich gefunden habt in diesem World Wide Web. Und es gibt ja keine Zufälle. Und herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin bereit. Ja, sehr, sehr gerne. Und natürlich sind wir jetzt auch riesig gespannt auf deinen persönlichen Weg. Was waren denn so die wichtigsten Stationen, wenn man das so hervorheben kann? Da gibt es sicher einiges, aber was dir gerade so einfällt, wo du denkst, das könnte wichtig sein? Ja, also in erster Linie, um den Weg zu beschreiben, was waren die wichtigsten Stationen? Mein Versagen. Mhm. Also tatsächlich, mein Versagen hat mich zum Umkehren gebracht. Ja, ich habe vieles ausprobiert. Ich wollte in vielen Bereichen erfolgreich sein. Ich wollte meine Berufung finden. Ich wollte wissen, was ich in dieser Welt tun soll und habe dies alles aus persönlichen Idealen heraus machen wollen, aus persönlichen Gründen heraus machen wollen und bin letztendlich mit allem gescheitert. Also ich bin von Sackgasse zu Sackgasse gelaufen, bis ich eines Tages im Dreimannzelt gelandet bin und dann, es war zum Glück Sommerzeit, aber dennoch war es sehr unangenehm, einfach die hatte keine Wohnung mehr, hatte nur noch ein Auto und Pfandflaschen. Und so habe ich mich so praktisch durch den Tag hindurch gerettet und ich wusste wirklich nicht mehr weiter. Und das war so ein ganz entscheidender Punkt, über den ich heute sehr, sehr dankbar bin. Der hat mich zum Umkehren gebracht, raus aus meinem Ego-Wahnsinn hinein in eine innere Führung, hinein in das eine Sein, in dem wir den Frieden oder auch die Berufung finden. Ja, ich bin früher habe viele Mentoren angehört, viele Coaches angehört, wollte dieses oder jenes tun. Ich wusste nicht, was ich in dieser Welt tun soll. Und heute weiß ich es und das möchte ich gerne mit euch teilen. Ein offenes Geheimnis, das wir vergessen haben. Denn wir sind alle aus einem ganz bestimmten Grund hier, den wir durch unsere persönlichen Idealen, durch unsere persönlichen Wünsche oder durch unsere persönlichen Ideen, wie irgendetwas zu sein hat, einfach vergessen haben. Mhm.
Danke für die schöne Einleitung schon mal. Wie begleitest du denn da die Menschen, also wenn die zu dir kommen, also wenn die jetzt wirklich sagen, ich will das jetzt herausfinden, warum bin ich denn hier auf Planet Erde? Ja, genau. Also wie begleite ich die Menschen? Also ich mache es überwiegend über Webinare oder Seminare und oder über auch über tägliche Podcasts, die ich anbiete. Das, was ich anbiete, ist letztendlich eine Ausnüchterung. Wir sind alle in einer Ausnüchterungszelle und wir werden ausgenüchtert mit unseren persönlichen Ideen, wie etwas zu sein hat. Ich habe für mich irgendwann erkannt, hey, ich habe nicht das, was ich will, aber ich habe das, was ich brauche. Und dann kann ich liebend auf die Dinge schauen und nicht mehr urteilend. Denn wenn ich glaube, ich brauche noch irgendetwas anderes, als es jetzt ist, dann täusche ich mich. Dann habe ich etwas Grundlegendes verpasst. Und das Leben gibt mir immer das, immer das, was ich brauche, um meine alten Wunden in mir, in meinem Geist, in meinem Spirit, in meinem Unterbewusstsein heilen zu lassen. Und das geht natürlich durch die Praxis der Vergebung. Und ich habe kein besseres Mittel gefunden, um ja meine Identität wieder zu erfassen, wieder zu erkennen. Und wie, ja, wenn du mich nach einer Station fragst, nochmals darauf zurückzukommen, war vor 25 oder ein paar Jahre mehr, bin ich zum Kurs in Wundern gekommen. Mhm. Und dieser Kurs in Wundern, der hat mir ein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und durch den, ich habe zwar kein Wort verstanden, was da drin stand, als der zu mir kam, gab es, glaube ich, noch kein Internet oder sehr wenig. Man hat noch Postkarten geschrieben und Telefax. Und es gab noch nicht den Austausch, den wir jetzt zum Beispiel heute haben, danke den Maschinen. Es gab noch nicht diesen Austausch und diese Möglichkeiten, hey, was steht denn da wirklich? Und so habe ich mich über 2 Jahrzehnte fast durch diesen Kurs hindurch geforstet und mit ihm gekämpft und gerungen, an die Wand geschmissen, verkauft, versenkt und wieder zu mir genommen, weil ich einfach durch den Kurs habe ich nicht das gefunden, was ich wollte, aber ich habe das gefunden, was mir hilfreich ist. Aber das wollte ich lange nicht sehen. Also okay. Wir haben das ja auch, wir haben es ja vom Vorgespräch schon erwähnt, wir haben es hier liegen, das Buch, und haben es aber leider noch, oder ich zumindest noch nicht. Es schaut ein bisschen wie die Bibel aus, schon fast, gell? Doch, in den Geschenken kann man sagen. Ne? Ja, und es hat auch schon irgendwie zu uns gefunden, und aber wir müssen es noch lesen oder sollten es noch lesen, sonst wäre es ja nicht hier bei uns. Ja. Was ist denn so, ist wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber was ist jetzt hier die Quintessenz aus einem Kurs im Wundern? Weil ich habe schon von vielen gehört, die gesagt haben, das war so eine Art Game Changer in ihrem Leben. Das sollte die Basis sein eigentlich. Wenn man das Buch versteht, dann hat man das Leben auch verstanden, und kann man das so sagen. Das immer, ja, also letztendlich, ich habe es schon erwähnt, ist das Buch ein Buch der Vergebung. Also Vergebung bedeutet einfach, ich bin bereit, alles, wirklich alles auf eine neue Art und Weise zu betrachten. Nicht mehr durch mein Urteilendes, dies sollte anders sein, ich wünsche mir etwas, damit ich ein besseres Leben habe. Jedes Mal, wenn ich mir etwas wünsche, damit ich ein besseres Leben habe, mache ich immer einen weiteren Mangel wahr. Ja, und wenn ich also einem Mangelbewusstsein etwas anderes will und glaube, dass ich dadurch glücklicher bin, dann täusche ich mich wieder. Nein, also im Kurs im Wundern, die grundlegende Aussage ist, wir sind ein Ja. Du und ich, der Zuschauer und ich und wir alle, wir sind ein Ja. Aber wir haben letztendlich zu allem ein Nein. Es müsste anders sein, es sollte ein besseres sein. Also in unserem wahren Sein, in der höheren Ebene der Liebe, sind wir ein Ja. Aber wir haben gelernt, ein Nein zu sein. Das heißt, wir haben gelernt, ein Körper zu sein und haben vergessen, Spirit wahr zu machen. Wir sind in Wahrheit Spirit, Geist. Übergeordnete Liebe. Und wenn wir aus der heraus leben, durch Vergebung, dann geschieht dann sind wir wirklich in einem Game, das wir herzlich begrüßen und nicht mehr verteidigen. Wir wollen dann nicht mehr irgendetwas rechtfertigen, sondern wir sagen einfach nur noch, ja, danke.
Ja, danke. Alles ist herzlich willkommen. Und wenn wir zum Beispiel auf die Berufung schauen, wie gesagt, ich wusste schon, ich habe eine Ausbildung gemacht, ich habe ursprünglich Handwerker gelernt, ich habe das irgendwie ganz gut gemacht, diesen Job und so weiter, und war aber mein ganzes Leben, ich wusste, ich muss irgendwo anders hin, ich möchte etwas anderes tun. Und ich habe meine Berufung gesucht. Was habe ich hier verrückt nochmal zu tun? Ja? Ich will entweder raus aus diesem Körper oder ich will endlich hier finden, was ich wirklich zu tun habe. Und dann habe ich etwas entdeckt. Und dieses, was ich da entdeckt habe, das möchte ich gerne mit allen Menschen teilen, denn es ist ein großartiges Geschenk. Und das, was ich entdeckt habe, ist so einfach und so simpel. Jeder von uns hat eine Gabe mit hierher bekommen. Jeder. Und es gibt ein kleines Ich, das nennen wir das Ego. Und dieses kleine Ich schnappt diese Idee auf und sagt, ja, das ist dort, das ist da. Das wir schaffen es, wenn wir heiraten, wenn wir genügend Geld haben, wenn wir diesen Job haben, wenn wir die Wohnung gewechselt haben und so weiter. Und jedes Mal, wenn wir auf dieses kleine Ich hören, ich nenne es immer das Ichlein, jedes Mal, wenn wir auf dieses Ichlein hören, tappen wir in die nächste Sackgasse. Und das große Ich, das große Sein, wenn wir dem beginnen zu dienen, dann sind wir wirklich in einem Wechsel des Lebens. Wenn ich hilfreich sein will für dich und für die ganze Welt, dann erfahre ich meine Berufung. Aber nicht, indem ich sie persönlich gestalte, sondern indem ich immer mehr loslasse von meinen eigenen Ideen, kommt das ins Leben, wofür ich da bin. Mhm. Und früher habe ich immer gedacht, ja, ich muss jetzt wissen, bin ich, Fotograf, Künstler oder Artist oder Heilpraktiker oder irgendetwas. Nein, das muss ich alles gar nicht wissen. Wir müssen all diese Dinge loslassen und wirklich nur noch hilfreich sein wollen. Und ich stehe jeden Morgen auf und sage zu meinem hohen geistigen Selbst, das im Kurs im Wundern zum Beispiel Heiliger Geist genannt wird, sage zu ihm, was gibt es heute zu tun? Wo kann ich heute hilfreich sein? Und dann möchte ich nur noch in diesem sein und ich möchte nicht mehr herumrennen, ah ja, da ist noch etwas zu tun und hier kann, wenn ich das tue, dann habe ich hier noch mehr zu bekommen und so weiter. All das fällt einfach von uns ab. Und das ist so großartig, hilfreich zu sein, dem großen Geist und nicht mehr dem kleinen Geist. Mhm. Dem kleinen Geist, dem waren wir lange genug Sklave. Und wenn wir uns dem großen Geist öffnen, dann kommen wir in unsere wahre Kreativität. Dann kommen wir in unsere Kraft und in unsere Stärke, die uns niemand mehr nehmen kann, die sehr robust ist, die übergeordnet ist und die durch nichts bedroht wird. Wie bekommt man diesen Zugang? Also du hast gesagt, du stehst in der Früh auf, okay, du verbindest dich irgendwie mit dem höheren Geist und du fragst, wie kann ich heute hilfreich sein? Ich habe verstanden, dass dieses Nachlaufen, die Lösungen suchen im Außen, das ist wirklich so dieses Ego, das stimmt, das haben wir schon mal besprochen auch. Und jetzt ist die Frage, wie hat man diesen Zugang zu dieser Essenz? Wo ist da der Schlüssel? Ja, der Schlüssel ist tatsächlich, also wie gesagt, ich habe den Kurs seit, ich glaube, ich sage es einfach mal ganz, ganz klar, das ist eine Lebensaufgabe. Das schnappst du nicht einfach nur an einem Buch, ich habe ein Buch gelesen und ich weiß jetzt was, sondern das ist eine Lebensaufgabe, die sich dann irgendwann, wenn wir bereit sind, sich einfach zeigen wird. Ja, es ist, also dieser Kurs im Wundern zum Beispiel, der hat ein Textbuch, ein Lesebuch und ein Übungsbuch und ein Handbuch für Lehrer. Und das Übungsbuch, das hat 365 Lektionen. Und jeder Tag ist eine neue Lektion, die immer nur auf das eine hindeutet, eben dich mit dem höheren Geist zu verbinden. Und weißt du, wir wurden so konditioniert in unseren Geschichten. Wir wurden so klein und wir denken so falsch über uns, dass dies tatsächlich aus meiner Perspektive ein längerer Prozess ist, den wir uns hinzugeben haben. Zumindest ist es bei mir so. Aber die Ernte oder das, was wir dann bekommen, das ist einfach nur großartig. Für mich ist
heute, wenn früher das Leben für mich eine einzige Katastrophe war, voll von Problemen und Konflikten, dann ist es heute einfach ein großes Geschenk, weil ich ein glücklicher Schüler der höheren Ordnung bin. Ich muss nicht mehr wissen, was ich in der Zukunft zu tun habe. Nein, ganz gewiss nicht. Und ich muss auch nicht mehr wissen, was ich jetzt zu tun habe. Nein, ich werde ständig inspiriert von der höheren Ordnung der Liebe. Und das ist, es gibt Menschen, also wie ich vorher schon gesagt habe, ich habe über 2 Jahrzehnte damit verbracht, das alleine für mich zu machen. Und dickköpfig wie ich war, wollte ich das, was im Kurs im Wundern stand, nicht wahrhaben. Und heute öffne ich mich mit völliger Liebe und mit völliger Hingabe diesen Worten und wende sie an. Und da kommen wir zu einem entscheidenden Punkt. Ich habe inzwischen mit Tausenden von interessierten Kurs in Wundern Schülern zu tun über meine Kanäle. Und ich habe lange Zeit einen Fehler gemacht. Ich wollte dann den Kurs lesen. Und ich wollte ihn verstehen. Und wenn ich ihn dann verstanden habe, dann habe ich es drauf. Das hat mich aber daran gehindert, zu praktizieren. Ja, und ich bringe gerne diese Metapher. Wir können ein Kochbuch kaufen. Wunderbare Bilder. Oh, italienische Kost, thailändische Rezepte. Wir können die besten Rezepte daraus herauslesen. Aber solange ich nicht koche, weiß ich, habe ich keine Ahnung, wie dieses Essen schmeckt. Ich werde zu einem Kochbuchtheoretiker und kann dir die tollsten Bücher die tollsten Rezepte erklären, aber ich weiß nicht, wie es schmeckt. Mhm. Und daran habe ich lange Jahre wirklich herumgeknabbert, und der Zuhörer heute und wir müssen das nicht mehr tun. Wir können gleich in die Praxis gehen, denn durch die Praxis komme ich in die Erfahrung, und das, was in der Erfahrung zu mir kommt, das begreife ich für mich als real. Mhm. Ja, wenn ich über die Welt ständig urteile, der ist blöd, dann kriege ich noch 100 Beweise dafür, dass der blöd ist. Siehst du, ich habe es schon immer gewusst. Ich picke mir irgendeinen Politiker heraus und sage, wow, der Politiker, der ist ganz schlecht. Dann werde ich noch 100 Egos finden, die mir bestätigen, jawohl, dieser Politiker. Aber das ist die dunkle Pädagogik, in der wir uns befinden. Und es dreht sich darum, aus dieser dunklen Pädagogik herauszutreten und einfach nur sagen, ich will die Liebe darin sehen. Mhm. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und also du hast jetzt sehr, sehr viel zusammengefasst, was mir eigentlich schon bewusst ist, aber manchmal fliegt man da wieder raus aus dem Ganzen. Der kennt jeder bestimmt. Und uns ist auch klar, dass man eigentlich immer wieder auch diese übergeordnete Sicht einnehmen muss, um da auch oft aus diesem Drama, aus diesem menschlichen Drama erst wieder herauszukommen. Also gestern Abend sind wir erst wieder da gesessen und haben über das Ganze so geredet, weil wir wissen es ja alle, die Zeiten gerade sind schon herausfordernd und auch wir rutschen da manchmal rein, aber wenn wir uns dann wieder rausziehen und von oben drauf schauen, von einer ganz anderen Perspektive, so wie du es machst, das ist für mich, das ist diese übergeordnete Metaebene, dann ist es eigentlich ganz anders. Und es ist auch nicht verdrängen oder so, das ist auch den Fokus zu verlegen wieder, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Ja, also genau, so kann man das sagen, die Metaebene einzunehmen. Ja, ich schaue im Kurs im Wundern, ich schaue über das Geschehen hin. Ja, und wenn ich mittendrin bin, dann weiß ich überhaupt nicht, was ich tun soll. Aber wenn ich über dem Geschehen bin, dann werde ich klar im Geist und ich weiß, was ich zu tun habe. Mhm. Wir alle sind berufen. Und wir alle sind gerufen. Und ich glaube, es ist für uns alle Zeit, dass wir diesem Ruf folgen, diesem inneren Ruf folgen. Und jeder hat diesen inneren Ruf. Und schau mal, ich wusste schon als Kind irgendwie, hatte ich so in mir angelegt, mein Gott, ich will mit Menschen arbeiten, ich will etwas Schönes weitergeben, ich möchte dieses, aber ich hatte keine Ahnung wie. Ja, und eben durch dieses Loslassen, durch diese übergeordnete Perspektive wird mir in jedem Augenblick gezeigt, was ich zu tun habe. Und dann kommen Einladungen zu Kongressen, dann kommen Einladungen zu Interviews und dann kommen Einladungen zu Seminaren oder was auch immer.
Und darum, wo ich früher habe kämpfen müssen, weil ich dachte, das müsste so sein, das geschieht heute automatisch. Ich kann sagen, ich bin ein glücklicher Schüler Gottes. Ja, mhm. Das klingt auch so, da ist halt ganz viel Leichtigkeit dann auch drinnen. Das sehr ist so leicht. Losgelöst irgendwie. Das ist super, super, super leicht, ja. Also das ist ständig, du musst nicht mehr mühsam die Treppe irgendwo hochrennen, ja. Du bist einfach im Fahrstuhl und du gehst da einen Weg und du wirklich, wir sind in der Lage, ohne weiteres ein völlig müheloses Leben zu leben. Völlig mühelos. Und das habe ich mir früher immer eingeredet, dass alles bei mir mühelos ist, aber keiner durfte so wirklich bei mir im Innern schauen, wie viel Angst da wirklich ist. Ja, die Menschheit, es gibt entweder nur die Schuld, also es gibt entweder nur die Angst oder die Liebe. Mhm. Ja. Und wenn wir nicht in Liebe sind, sind wir in Angst. Und wir sind in Angst, und das hören die meisten nicht so gerne, wir sind in Angst, weil wir die Angst gewählt haben. Denn selbst die Angst gibt uns eine Sicherheit. Ja? Wenn ich in Angst bin, dann weiß ich bin der Gottfried, diese Situation ist gefährlich und ich kann mich wieder neu definieren. Mhm. Wir haben letztendlich... Klarheit. Man hat Klarheit, man kann es definieren, man kann es eingeben. Genau. Ah ja, scheinbar ist es Klarheit, ich kann es definieren. Und so kommen wir einfach zu einem zentralen Punkt. Wir haben nicht Angst vor irgendetwas in dieser Welt. Wir haben keine Angst vor Corona. Wir haben keine Angst vor den Impfungen. Wir haben keine Angst vor der Zukunft oder vor irgendwelcher Inflation oder was da alles herbeigerufen wird. Wir haben Angst vor der Liebe. Mhm. Denn die Liebe urteilt nicht, ja. Und das müssen wir wissen. Und die wenigsten wollen es wissen. Aber diejenigen, die heute zuhören, die beginnen das zu verstehen oder wissen es schon längst und werden daran erinnert. Ja, das ist genau. So wie wir auch immer wieder erinnert werden. Genau. Ich kenne diese Momente sehr gut, wo ich mich wirklich so, wo ich weiß, was du meinst, dieses Gefühl in der Leichtigkeit zu sein, total verbunden und in der Liebe zu sein. Und dann ist es aber so, dass man schon immer wieder mal rausfällt aus diesem Gefühl, und natürlich wäre es erstrebenswert, immer so in diesem Gefühl zu sein. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Mhm. Was passiert da, wenn man wieder rausfällt, und wie kann ich das üben, da immer mehr drinnen zu bleiben? So. Vorbeugen. Genau. Ja, also wir fallen raus, weil wir die Situation bewerten. Ja. Ja. Das ist absolut, alles. Ja. Absolut. Deshalb fallen wir raus, ja. Die Lektion Nummer 1, nichts, was ich in diesem Raum sehe, bedeutet irgendetwas. Schau mal, ich war jetzt ein paar Tage auf einem Seminar, das war in Korfu für eine Woche, dann habe ich noch eine Woche Urlaub gemacht und jetzt bin ich zurückgekommen nach Deutschland, schon ein bisschen kühler, und ich stelle fest, wow, die Heizungen gehen nicht. Ja, also das ist interessant. Tatsächlich, früher wäre ich hingegangen und hätte diesem irgendeinen Wert beigemessen. Ja, durch meine psychospirituelle Schulung hätte ich mich gefragt, ja, warum passiert das jetzt? Warum ist es jetzt kalt und warum ist es jetzt nicht warm? Und dann hätte ich mir noch einen Experten herangezogen von warm und kalt und wäre somit in der Illusion gefangen gewesen. Heute hat es keine Bedeutung. Ah ja, es hat keine Bedeutung. Ich möchte dem keinen Wert mehr beimessen. Und dann trete ich einfach in Aktion. Und dann rufe ich den Hausverwalter an, in aller Seelenruhe, und dann wird das in kurzer Zeit gemacht. Das Universum ist völlig neutral. Es hat wirklich keine Bedeutung. Aber wie du sagst, liebe Lisa, wir fallen immer wieder raus, wenn wir den Dingen eine Bewertung geben. Dann sind wir sofort in der Maschinerie drin. Oh, warum passiert mir das? Oh, habe ich hier einen Fehler gemacht? Hätte ich doch in der und so weiter und so fort. Alle Dinge sind Lektionen, von denen die Liebe will, dass wir sie lernen. Und immer wenn ich die Liebe hineingebe in die Situation, dann bin ich nicht mehr an dem Punkt, wo es mich runterzieht, weil ich wieder mal einen Fehler gemacht habe bei irgendwas, sondern wow, eine neue Möglichkeit, meinen Geist zu klären,
meinen Geist hell leuchten zu lassen. Und die Liebe, wenn die Liebe in meinem Geist hell leuchtet, kann ich keine Dunkelheit mehr sehen. Mich kann nichts mehr runterziehen. Mhm. Und das ist tatsächlich eine Schulung. Aber schon alleine, wenn wir das hier annehmen, ja, nichts mehr bewerten, dann können wir nicht mehr hineinfallen. Aber wie leicht fallen wir doch hinein? Das ist wahrscheinlich der wertvollste Tipp jetzt vom ganzen Kongress. Also nicht nur wirklich, ja. Also ja. Das ist jetzt ernst gemeint. Ja, weil das ist halt wieder dieses von oben drauf schauen und ganz raus aus diesem menschlichen Drama. Genau. Ja, und ich meine, ich erlebe es ja oft, ja, die Leute rufen mich an und erzählen mir, mein Mann, mein Job, meine Wohnung, was weiß ich, die Straßenbahn oder irgendwas ist nicht in Ordnung. Und es ist immer nur dann nicht in Ordnung, weil ich es aus meiner Schublade heraus, aus meinem kleinen Schlüsselloch, aus meinem mikroskopisch kleinen Augen bewerte. Und ich bewerte, das Ichlein bewertet es natürlich immer als Bedrohung. Ja, alles ist eine Bedrohung. Auch die Heizkörper sind kalt, das ist eine Bedrohung. Nein, das ist keine Bedrohung. Es ist die Einladung, meinen Geist zu klären. Mhm. Ja, ich möchte dies in Liebe sehen. Mhm. Ja. Dann bist du jetzt auch kein Fan von so Visualisierungen, also man sagt, man wünscht, man hat irgendeinen Wunsch und man will da irgendwas erreichen oder man irgendwie, also es ist ja natürlich, es ist schon auch natürlich, dass Menschen auch gewisse Wünsche haben. Aber du bist jetzt dann eher so der Meinung, nein, es ist eigentlich nicht gut, so einen Wunsch zu haben, sondern trotzdem sich hinzugeben und jeden Tag so nehmen, wie er ist. Und jeder Wunsch ist ein Ausdruck des Mangels. Ja. Ja, und was kommt, also ich bin jetzt doch schon ein paar Tage unterwegs auf dieser Erde und habe schon einige Wünsche gehabt, manche sind in Erfüllung gegangen, aber keiner hat mich zufriedengestellt. Mhm, ich gebe jeden Wunsch, den ich habe, gebe ich der höheren Ordnung der Liebe an. Jeden Wunsch. Und jetzt kommt etwas Interessantes, Andi. Alle meine Bedürfnisse sind jetzt erfüllt. Alle meine Bedürfnisse sind in diesem gegenwärtigen Augenblick erfüllt. Aber wenn ich einen Wunsch habe, dann bin ich wieder in der Zeit verloren. Und in der Zeit muss ich dann irgendeinen Wunsch erfüllen. Und dann wird mir noch gesagt, ich kann mich noch schwach daran erinnern, dass ich mich dann ständig auf diesen Wunsch zu fokussieren habe. Ich muss mich ständig darauf konzentrieren und bestimmte Übungen machen, ist immer wieder aufschreiben und so weiter. Lass alle deine Wünsche los. Sie taugen nichts. Muss ich wirklich ganz deutlich sagen. Klare Ansage. Bitte? Klare Ansage. Also. Klare Ansage. Schau mal, Lisa und Andy, euer Berufungskongress, der ist zustande gekommen, weil ihr darin berufen seid. Das ist, ihr glaubt zwar, es ist ein persönlicher Wunsch, den man vielleicht umgesetzt hat oder auch nicht, aber ihr könnt gar nichts dafür, dass ihr diesen Berufungskongress macht und somit vielen tausend Menschen darin unterstützt, auch anders auf die Situation zu schauen. Ja. Und genauso ist es bei mir. Schau mal, ich bin relativ, man könnte sagen, erfolgreich in dieser Welt und jetzt könnte ich natürlich einen Plan machen, wie man das erreicht. Nein, darum dreht es sich nicht. Jeder ist jetzt schon erfolgreich. Jeder ist dazu eingeladen, die Situation, in der er sich befindet, nicht mehr zu bewerten. Und wir alle, du und ich, wir sind in einem göttlichen Versorgungsplan eingebunden. Und wir werden darin nicht scheitern können, aber wir können uns ständig immer wieder vor eine unsichtbare Wand stellen, von der wir glauben, hier geht es nicht weiter. Und es geht weiter und es geht weiter. Immer wenn wir diese Metaebene einnehmen, sehen, wow, das ist ja alles so einfach. Ich hatte früher, kannst du dir vorstellen, wenn ich von Zelt oder sowas spreche, ich hatte Probleme, das war unfassbar. Also habe ich mir eingebildet, ja. Und die waren scheinbar so fest wie ein Granitblock. Heute schreite ich mühelos hindurch. Einfach weil ich weiß, es ist nicht wahr. Es ist nur ein Gedankenkonstrukt. Jedes Problem ist ein Gedankenkonstrukt. Es ist nicht wahr. Wir sind aufgefordert, unsere Gedanken zu beobachten und ihnen eindeutig zu sagen, stopp, dich will ich nicht.
Ich möchte stattdessen Freude, Glück, Überfluss erfahren. Denn wir sind die Herren unseres Geistes. Aber solange der Verstand uns beherrscht, sind wir Sklaven unserer eigenen Kraft und verlieren uns darin. Jetzt habe ich eine interessante Frage. Warum sind wir deiner Meinung nach hier inkarniert? Du bist hier inkarniert, um zu dienen. Also das ist die Antwort, weil wir gesagt haben, wir möchten hier dienen einfach, also dem großen Ganzen dienen. Genau, du willst ja hilfreich sein, auch hier wieder. Schau mal, dieser Kongress, ja, gut, wir starten ihn an einem bestimmten Punkt, aber das habt ihr schon längst wieder überholt, ja. Ja, als ihr damals zum ersten Mal begonnen habt, das habt ihr schon längst überholt. Das Ego, das Ichlein weiß, dass du hilfreich sein willst, ja, und nutzt es für diese und jene Ideen. Und wenn wir unser Leben in den Dienst der Liebe, in den Dienst Gottes, in den Dienst unserer Buddha, in unseres Christus selbst stellen, dann erfüllen wir unsere wahre Aufgabe und dann machen wir die Erfahrung, alle meine Bedürfnisse sind erfüllt und das Leben ist in Wahrheit völlig mühelos. Völlig mühelos. Das will man keiner glauben, gell? Weil bei uns heißt es ja mal, es muss so kompliziert sein. Genau, und du musst dich anstrengen, und ich habe vor kurzem eine Frage gestellt an jemanden, bist du bereit, glücklich zu sein ohne Anstrengung? Diese Frage hat die Person völlig verwirrt, die kommt aus dem Business, wo die macht das und hier und da und Mitarbeiter steuern und so weiter. Nein, mühelos glücklich sein, das ist deshalb sind wir hier. Ich kann es auch so ausdrücken, wenn du mich fragst, warum sind wir hier inkarniert, um glücklich zu sein, mühelos. Und den Moment auch genießen, oder? Hier und jetzt zu sein. Ich glaube, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo man sagt, um das geht es ja eigentlich. Genau. Weg von dieser Zeit zu kommen, also weg von der Vergangenheit, weg von diesen Zukunftszielen, hier und jetzt. Genau. Und das geht's. Genau. Schau mal. Also, ich habe gelernt, dass das, was in mein Leben kommt, das kann ich nicht verhindern. Ja. Keiner kann es verhindern. Und das, was in dein Leben kommt, ist immer das, was du brauchst, um deinen Geist zu klären. Und deshalb brauchen wir uns tatsächlich nicht um die Zukunft zu kümmern, denn wir sind eingebettet in einen unsichtbaren Versorgungsplan. Im Kurs in Wundern wird es folgendermaßen beschrieben: Dein Seelenplan ist schon geschrieben. Ja, und deshalb kannst du auch nicht verhindern, was für einen Job du machst. Du kannst nicht mal deine Beziehung verhindern, in der du jetzt bist. Aber du kannst eines tun, vergebend darauf schauen, liebevoll darauf schauen, freundlich darauf schauen. Unsere Aufgabe ist zu lieben. Und wenn wir das nicht schaffen, dann können wir wenigstens freundlich sein. Und in dieser Freundlichkeit erfahren wir Vergebung. Immer wenn ich freundlich auf etwas schaue, erfahre ich Vergebung. Immer wenn ich lächelnd auf etwas schaue, ziehe ich meine Urteile zurück. Inwiefern spielt der freie Wille noch eine Rolle bei dem ganzen Seelenplan? Das ist ja Wissen, Andi. Ja, dass der freie Wille im Seelenplan tatsächlich und das. Der Gottfried, also die Persönlichkeit, ja, Lisa, Andy, Gottfried, Petra, Hartmut, Klaus, wer alles hier zuhört, wird das nicht so gerne. Wir glauben ja alle, wir hätten den freien Willen, ein Haus zu visualisieren, genau an diesem Ort. Das Haus kommt, darum müssen wir uns nicht kümmern. Der freie Wille ist, wie möchte ich diese Situation betrachten? Weiterhin urteilend oder möchte ich sie durch einen klaren Geist liebevoll sehen? Das ist der freie Wille. Das ist alles. Okay. Ja. Das ist auch sind wir wieder bei dem, was wir vorher gesprochen haben, mit dem Bewerten. Entweder man bewertet oder nicht. Ja. Hingabe. Genau, da sind wir wieder an dem Punkt. Aber wenn ich glaube, ich hätte den freien Willen, mir irgendeinen Job zu kreieren oder irgendeine Partnerin oder irgendein Haus oder irgendeine andere Situation, dann täusche ich mich. Dann bin ich wieder Sklave des Egos.
Und der freie Wille bedeutet, hey, wow, die Heizung ist ausgefallen, das ist ja wunderbar, das gebe ich jetzt der höheren Ordnung der Liebe, dem Heiligen Geist, dem höheren Selbst in mir, meiner Buddha-Natur. Und schon bin ich damit in Frieden. Und dann warte ich, was wieder passiert. Ah ja, wow, da passiert wieder was Interessantes. Und ich bin ein Ja. Wie eingangs erwähnt, ich bin ein Ja. Aber wenn ich ein Nein bin, dann bin ich eben das kleine Selbst. Und das kleine Selbst macht mich niemals zufrieden. Es macht mich immer traurig, einsam. Und irgendetwas muss immer anders sein, besser sein. Und die Beziehung. Die Beziehung ist immer, irgendwas ist falsch an der Beziehung. Die Partnerin tut dieses und jenes nicht. Wenn sie doch dieses und jenes tun würde, dann wäre ich glücklicher. Was für ein trauriger Zustand. Eine erfüllte Beziehung bedeutet, ich bin bereit, dich als meine Gefährtin zu sehen, mit der ich zusammen die Liebe erfahre. Und zwar die totale Liebe und nicht nur das Verliebtsein, weil du mir heute gefällst, sondern wir haben uns hier getroffen, um gemeinsam die Liebe, die göttliche Liebe manifest zu machen. Man nennt es auch den Christus, nicht im religiösen Sinne, sondern in einem geistigen Sinne. Ja, sehr schön. Das kann man richtig fühlen, wenn du das sagst. Wenn wir jetzt nochmal nach zur Berufung zurückkommen, kann man dann zusammenfassend sagen, also es geht hier wirklich darum, wieder zu erkennen, wer wir wirklich sind, weil sonst hat das ja überhaupt keinen Sinn. Genau. Also irgendwelche Techniken wie rauszufinden, weiß ich nicht, sondern... Das ist das Nachjagen und das sollte ja nicht sein. Da verliert man sich wieder im Ego und in der Zeit. Genau, wir sind alle in einem Klassenzimmer und wir sollten uns alle gegenseitig unterstützen in der Liebe. Mhm. Und wenn ich dich in deiner wahren Identität unterstütze, mache ich sie für mich manifest. Wenn ich dich in deinem urteilenden Geist unterstütze, mache ich dies für mich manifest. Wenn ich dich in deiner Krankheit unterstütze, mache ich die Krankheit für mich manifest. Mhm. Wenn ich dich in deiner absoluten, vollständigen Identität unterstütze, mache ich dies manifest. Und wir sind hier, um ein neues Wir zu kreieren in Liebe. Und da ist die Menschengemeinschaft aufgerufen, einen wirklichen Neubeginn zu starten, alles Alte hinter sich zu lassen und einen Neubeginn zu starten in Gott, in der Wahrheit, in hohen Selbst. Mhm. Und sonst ist das Scheitern schon wieder vorprogrammiert. Mhm. Ja, da sind wir jetzt ja mittendrin, dass das genau, was du sagst, so wichtig ist. Wir wissen es ja auch. Also war schon immer wichtig, aber jetzt scheint es noch mehr zu brennen wie sonst, oder? Ja, das sehe ich auch so. Ja, es brennt an allen Ecken und Enden und danke, dass es brennt. Das ist wirklich sehr gut so. Es ist sehr hilfreich für uns alle. Es ist wirklich hilfreich. Also das können wir auch so beobachten. Und wir können das Positive draus sehen. Ja, absolut. Also auch, was bei uns da in dieser Zeit schon alles passiert ist, das hat uns ja schon so wachgerüttelt. Da bin ich wirklich dankbar. Ja, ich auch, im höchsten Maße. Und es gibt keine Bedrohung in dieser Welt. Es gibt keine Bedrohung in dieser Welt. Die Welt ist völlig neutral. Mhm. Nur meine Bewertung macht es zu einer Bedrohung. Und dann baue ich ein Riesending auf und ich werde von diesem oder jenem bedroht. Das ist nicht wahr. Wenn wir wirklich mal nüchtern hinschauen, stellen wir fest, hey, da ist gar keine Bedrohung. Eigentlich nicht, nein. Es kann uns ja nichts in der Essenz zerstören, in Wahrheit. Genau. Ja. Und dann kommt aber oft noch so die Ausrede wieder, ja, aber ich bin doch ein Körper, der hier, nein, in Wahrheit sind wir, was sind wir vor der Zeit? Sind wir vor der Zeit? Diese Frage kann ich mir immer wieder stellen. Hey, was bin ich vor der Zeit? Ja. Vor der Zeit bin ich kein Mensch. Was bin ich vor der Zeit? Und mich wieder in diese Identität hineinbegeben. Genau, ganz wichtig. Passiert dir hin und wieder mal so die Situation, dass wer zu dir kommt und irgendeine Botschaft gibt, wo du da vielleicht manchmal denkst so, warum hat der das gesagt? Man soll nicht bewerten, aber was ist denn der Grund, warum Menschen auf einen zukommen und sowas spiegeln? Was ist denn da denn? Ah ja,
Okay, also wenn jemand zu mir kommt und ich weiß nicht, vielleicht meinst du das so, was weiß ich, dass er wütend ist oder schimpft oder irgendwelche Dinge macht. Jeder ruft nach Liebe. Alle Menschen, die zu mir kommen, früher habe ich sie bewertet, heute weiß ich, dass sie nach Liebe rufen, egal was sie tun. Es ist immer ein Ruf nach Liebe. Okay. Bitte? Das ist der gemeinsame Nenner, das ist, ja. Genau. Und wenn ich mit Liebe antworte, dann sind wir beide in einem Heilungsraum. Wenn ich mit Kampf und Widerstand antworte, sind wir beide in der Trennung. Und Trennung ist niemals die Lösung. Es ist immer die Verbundenheit. Und die Verbundenheit erfahren wir immer durch die Liebe. Wir können uns merken, hey, da kommt jemand auf mich zu, oh, da habe ich wieder keinen Bock auf den und der macht mich wieder so komisch an und der hat dies und jenes gesagt und das hätte er nicht sagen sollen. Halt, stopp. Das ist ein Hilferuf nach Liebe. Und er kommt zu mir, um die Liebe zu erfahren. Und ich will ihm heute diese Liebe geben. Du und ich. Wir sind eins in der Liebe Gottes. Und das ist die Antwort, die wir geben können und wo wir sofort die Erfahrung machen. Sofort machen wir diese Erfahrung. Das passiert wahrscheinlich wirklich, dass diese Person, dass man da wirklich sofort auf eine andere Ebene kommt. Auch wenn der oder diejenige noch so in der Aggression ist, wenn man mit Liebe antwortet, hält man das sofort, also kompensiert man das sofort. Also das balanciert sich das. Okay. Genau. Es ist ja so, ne, die Person, die mit einer Aggression zu dir kommt, die ist es ja schon gewohnt, wieder eine Aggression zu empfangen. Und wenn plötzlich keine Aggression mehr zurückkommt, wuff, da kriegt er plötzlich eine andere Antwort. Und wir sind aufgefordert, den Situationen eine neue Antwort zu geben. Mhm. Nicht mehr, der ist jetzt aggressiv und ich muss kämpfen. Das ist ein Hilferuf nach Liebe. Und ich möchte mit Liebe antworten, denn ich will Liebe erfahren. Wenn ich aggressiv antworte, ja, aber was erfahre ich? Wieder meine alte Geschichte und meine alte Aggression und meine alte Wut. Er kommt zu mir, um mich zu heilen. Das ist die Einladung an jeden Therapeuten, der heute zuhört. Jeder Klient, der zu dir kommt, ist dazu da, um deinen Geist zu klären und zu heilen. Das ist schön, wenn man das so sieht. Ja, das hat ja immer was mit einem selbst zu tun am Ende, das stimmt. Alles findet in meinem Geist statt, alles findet in meinem Kino statt und alles kommt zu mir, um mich zu heilen. Dann habe ich keine Gegner mehr, sondern nur noch heilige Freunde. Genau. Und dann schaue ich dir in die Augen und ich sehe dich als meinen heiligen Freund, mit dem ich Spaß habe, mit dem ich Freude habe, mit dem ich den Überfluss teile, mit dem ich die Fülle und das Glück teile. Genau, und das ist so wichtig, gerade in diesen Zeiten jetzt, dass wir uns wieder an das erinnern dürfen. Das ist wirklich so wichtig, ja, es ist gerade... Ich kriege ja so viele Mails, ja, wo die Leute verzweifelt sind, weil sie einfach in ihrer Wahrheit nicht gehört werden und mit dem Impfen oder was weiß ich was alles. Hey, ich sage nichts. Also sprechen tue ich darüber nicht, außer hier jetzt in einem Interview. Aber im privaten Rahmen, ich kann mich zurücknehmen und ich kann einfach sehen, hier ist Liebe gefordert. Dann hülle ich die ganze Situation in Liebe ein und ich stelle fest, wie sich die Gespräche verändern und wie plötzlich ein Lächeln in die Gesichter wieder kommt. Wir können überall hilfreich sein. Und da kommen wir wieder zur Eingangsfrage, was ist unsere Aufgabe hier, hilfreich zu sein, wirklich zu dienen? Das ist, kann man so schon viel besser wie. Wenn ich Liebe ist da. Genau. Wirst du noch getriggert? Ist das vorbei bei dir? Oder? Gute Frage. Warte mal. Ja? Doch. Doch, ich natürlich. Doch. Ich werde noch getriggert, aber es ist immer seltener. Ja. Ja. Und dann merke ich aber sehr schnell, halt. Ja. Ich möchte nicht mehr auf dieselbe Art und Weise antworten, sondern ich will zurücktreten. Ja, wir alle sind in diesem Schulungsraum und jeder hier wird ständig an irgendeinem Punkt getriggert, wenn wir zum Beispiel Jesu Geschichte anschauen. Ja,
der wurde getriggert bis zum Schluss. Du glaubst ja nicht, dass er die Kreuzigungsgeschichte mit einem Halleluja besungen hat. Auch da hat er Vergebung praktiziert. Ja. Und so kommen wir alle. Wir werden alle ständig herausgefordert und keiner sollte sich herausnehmen, ich bin irgendwo erleuchtet oder erwacht und an einem Punkt angekommen, wo mich nichts mehr triggert. Nein. Das wäre, wenn ich das jetzt sagen würde, könnte ich schon warten, was die nächste passiert. Welche Antwort da kommt dann? Genau, die Antwort wird dann sehr schnell kommen. Ah ja, wow. Ja. Super. Ja, vielen herzlichen Dank für das schöne Gespräch mit dir. Hat uns sehr gut getan und den Zuschauern und Zuschauerinnen bestimmt auch. Und hast du abschließend noch irgendwelche Worte, irgendwas, was du noch gerne loswerden möchtest an unsere Zuschauer? Ja, also was ich gerne los möchte, also ich, letztendlich kann ich es einfach in einen Satz packen. Leide nicht, liebe. Ja, wir sind hier, um zu lieben. Wir sind hier, um Liebe zu geben und nur die Erfahrung der Liebe zu machen. Und wenn ich urteile, dann wenn ich über irgendjemanden urteile, dann urteile ich immer über mich selbst. Das muss ich wissen. Was ich gebe, empfange ich. Und wir müssen das früher oder später beenden. Aber warum denn nicht jetzt? Ich glaube, es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit, deine Berufung zu leben, indem du gibst, was du zu geben hast. Ja, sehr, sehr wichtig. Danke dir. Vielen Dank. Ja, gerne. Das Interview. Danke. Dankeschön.